Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Grünschatten und zwar bin ich leider ein bisschen falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich hier unten erstmal rumlaufen, aber bin jetzt doch hier oben, also laufen wir quasi einmal verkehrt herum. Und zwar gibt es hier die Quest Kalt wie Stein. Das ist bei diesen, ja, Turmsymbol, sage ich mal, Schattenkreuch. Jetzt müssen wir nur noch den Questgeber finden. Der müsste irgendwo direkt hier in so einer Öffnung stehen. Ah, da hinten ist die Öffnung. Genau, hier. Hallöchen. Bei CNs Preis. Das verdienen wir nicht. Wir haben nichts falsch gemacht. Ich glaube langsam, unser Clan ist einfach verflucht. Erst werden wir aus unserem Heim vertrieben. Dann finden wir einen neuen Ort zum Siedeln. Nur damit die Erde sich gegen uns erhebt. Das ist nicht gerecht. Was ist geschehen? Ich stamme vom Clan Driladan. Vor Wochen schon griffen Untote unser Dorf an. Wir sind hierher geflüchtet und fanden diesen Ort einfach verlassen vor. Es war niemand hier. Er schien perfekt zu sein. Deshalb haben wir uns hier niedergelassen. Und dann brachen diese Steinmänner, diese Hohlen aus dem Boden hervor und griffen uns an. Eure Leute werden jetzt gerade angegriffen? Ja, uns sind Kämpfe nicht fremd, aber diese Hohlen, sie sind unaufhaltsam. Schlägt man einen von ihnen nieder, taucht auch schon der nächste auf. Bitte, wenn ihr so wacker seid, wie ihr aussieht, dann geht zu Indanas. Sie versucht immer noch, sie zurückzudrängen. Sie braucht Hilfe, und zwar schnell. Dann werde ich nach Indanas suchen. Ich frage mich, ob ihr nicht von Ifre selbst geschickt wurdet. Ich hoffe es. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Hohlen uns vertreiben. Wir müssen standhalten. Wir können sonst nirgends hin. Vielleicht habt ihr Glück und ich bin wirklich von Ifre selbst hierher geschickt worden, weil eigentlich wollte ich komplett andersrum auf der Karte gehen. Woher kommt euer Clan ursprünglich? Aus dem Norden. Vom Driladan-Pass. Unser Clan lebt schon länger in diesem Teil Valenwalds, als selbst die Erinnerungen unserer Ältesten zurückreichen. Vor nicht allzu langer Zeit trafen die Altmeer ein und bauten Marbruck. Aber wir blieben, bis die Toten kamen. Hunderte von ihnen. Woher kamen die Untoten? Ich weiß es nicht. Und da sie nun weit hinter uns liegen, schert es mich auch nicht wirklich. Wir haben jetzt ein neues Zuhause gefunden. Wir müssen es verteidigen oder bei dem Versuch sterben. Nachvollziehbar. Und auch nachvollziehbar, dass der so ein bisschen... Akku ist. Immerhin hat er ja selber gesagt, wir haben keine Zeit. Und was ist? Wir quatschen jetzt erstmal eine Runde. Nun gut. Das sind wahrscheinlich die hohlen Jäger. Genau. Hier hinten an der Ecke ist noch was, was wir natürlich auch erstmal dankend mitnehmen. Hallo? Wenn wir es denn mal anvisieren könnten, heißt das? Ju. Da ist sie. Wohlan. Wenn ihr aus Fleisch und Blut seid, nenne ich euch einen Freund. Diese Abscheulichkeiten, die Hohlen. Sie haben unseren Baumtarnen und ein Dutzend andere getötet. Was zum Vergessen sind sie? Und wie werden wir sie los? Könnt ihr uns helfen? Ich kann euch helfen, aber ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Alles, worüber wir Gewissheit haben, ist, dass diese steinernen Bastarde aus der Erde kommen. Ich habe schon daran gedacht, die Löcher zum Einsturz zu bringen. Aber ich bräuchte jemanden, der mich dabei verteidigt. Was sagt ihr dazu? Seid ihr dazu bereit? Ich kann euch beschützen. Sagt mir einfach, wohin wir gehen. Wir gehen dorthin, wo die Löcher sind. Es gibt ein paar große, aus denen sie kommen. Es wird die Hohlen zwar nicht völlig aufhalten, wenn man die Löcher zum Einsturz bringt, aber hoffentlich bremst es ihren Ansturm. Falls nicht, nun... Dann gehen wir zumindest kämpfend unter. Geht ihr nur voran? Ja, ich gehe voran. Aber ich schaue noch mal kurz. Du hast hier so ein interessantes Buch, Eid der Schattenwacht. Ihr seid die Verteidiger des Grüns. Ihr seid die Feinde des Wildkönigs. Ihr seid Soldaten. Ihr dient euren Befehlshabern und sonst niemanden. Ihr werdet die Waldelfen ein. Ihr werdet euer Leben geben. Ihr werdet die Höhlen vernichten. Euer Name wird niemals vergehen werden.
Okay. Können wir da was von mitnehmen? Die können wir nicht. Wo ist sie denn jetzt hin? Da hinten muss ich doch auch was machen, oder? Ist das höher? Also ich meine, draußen ist auch noch irgendwas. Ich laufe mal einfach hier. Wo haben wir denn hier? Ich denke, ist das was hier? Nein, ich will ja auch nichts zu essen machen. Leute. Wofür habe ich jetzt Kopfgeld bekommen? Hä? Seid ihr doof? Moment, ich muss X drücken. Habe ich jetzt... Das war ich jetzt nicht. Das war Funke. Hallo. Ich habe X gedrückt. Jetzt mach du doch auch mal deinen Teil. Ja, immer noch X. Achso, ich muss das nach dem Kampf drücken. Okay. Aber warum bin ich jetzt verrufen? Was soll der Quatsch? Hier haben gerade zwei Gegner miteinander gekämpft. Die waren beide rot. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Da oben, ich denke, ist das Loch jetzt auf der anderen Seite hier? Ja, das ist hier. Wo denn jetzt her? Tolles Gefühl, wenn das Blut in Ballung kommt, nicht wahr? Nee, überhaupt nicht. Ich drücke die ganze Zeit X und nichts passiert. Was ist das für eine hohle Fratze da oben? Lass mich hier mal X drücken. X, 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 X. Jetzt aber. Aber sie nimmt es nicht an. Doch, sie kommt. Okay. Warum schießt die eigentlich immer, wenn ich mich umdrehe? Achso, hier ist es, glaube ich. So, komm mal hin. Das sollte sie aufhalten. Schnell, wir sollten zur Clansfeste gehen. Machen wir. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum ich überhaupt Kopfgeld habe, aber... Das machen wir. Schwuppdiwupp. Hallo? Ist jemand hier? Kinder des Waldes, dieser Ort ist für euch verbotenes Gebiet. Ich warne euch erneut. Geht jetzt oder erleidet die Konsequenzen. Wir werden unser neues Heim bis auf den Tod verteidigen. Kommt hierher zurück, ihr gefühlloses Schwein! Ist sie da jetzt reingesprungen? Weil die ist plötzlich weg. Hallo? Indanas? Die ist hier so an mir vorbeigelaufen und auf einmal war sie weg. Nun gut. Jetzt auf einmal kann ich da auch durch. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen buggy im Moment. So, ich muss... Ach, da hinten ist sie. Hier sind aber auch nochmal Höhlen. Ja. Muss ich nichts mit den Höhlen machen? Lasst uns reden. Ich kann erklären, was hier vor sich geht. Vielleicht seid ihr vernünftiger als dieser Bossmeer. Diese Böden sind gesperrtes Gebiet. Wenn man sie hier siedeln ließe, würde das die Gesundheit des Walenwalds bedrohen. Wenn sie nicht gehen, werden wir sie wie eine zerstörerische Wurzel aus dem Wald vertreiben. Gibt es denn keinen anderen Ausweg? Nein, es gibt keine Alternative. Diese Leute müssen gehen. Ihr sollt wissen, dass dies nicht unser Wille ist. Wenn es an uns wäre, würden wir nie jemandem schaden. Wir würden sie bleiben lassen. Aber wir entscheiden nicht selbst über unsere Weisungen. Sie wurden uns bei unserer Erschaffung eingeschrieben. Wer hat euch diese Weisungen eingeschrieben? Ich weiß es nicht. Wir wurden vom Wildkönig erschaffen. Vielleicht sind es seine Weisungen
Oder vielleicht kommen sie auch vom Wald. So oder so. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass sich niemand in diesem Gebiet niederlässt. Das ist unsere einzige Aufgabe. Dann stehen wir hier wirklich vor einem Patt. Ich muss vor euch beiden betonen, dass wir diese Pflicht nicht wollten. Und sie bereitet uns auch keine Freude. Aber wir können nicht gegen unsere Anweisung handeln. Man könnte das nur umgehen, indem man uns vernichtet. Und das wäre sehr schwierig. Dann könntet ihr also vernichtet werden? Ja. Es verstößt nicht gegen meine Weisung, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass meine Vernichtung alle Hohlen in diesem Gebiet unschädlich machen würde. Ich trachte nicht nach Selbsterhaltung, aber ihr solltet wissen, dass eine solche Tat Warnenwald unwiderruflich schaden würde. Ja, es wäre das Beste für die... Aber wenn es Walenwald schaden würde, ich muss das mit Indanas besprechen. Ach da. Ich habe den Wildkönig nie getroffen, aber ich bin sicher, er hätte keinen Haufen Monster erschaffen, um willkürlich unschuldige Bossmeer zu töten. So oder so, mein Volk hat schon genug geopfert. Wir bleiben hier, selbst wenn das bedeutet, dass wir es als Leichen tun. Seid ihr sicher, dass der ganze Clan dieser Auffassung ist? Hört zu! Falls ihr beschließt, dass diese steinerne Abscheulichkeit recht hat und es uns verboten sein sollte, hier zu bleiben, dann werde ich zurück zur Clansfeste gehen und wir werden darüber abstimmen. Aber ich warne euch. Die Driladan sind nicht gerade zimperlich. Ich glaube, sie werden sich für einen Kampf entscheiden. Lasst mich das mit dem Höhlenwachmann erörtern, ja. Tja. Ich muss vor euch beiden betonen, dass wir diese Pflicht nicht wollten. Ja. Es verstößt nicht gegen meine Weisung, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass meine Vernichtung alle Hohlen in diesem Gebiet unschädlich machen würde. Ich trachte nicht nach Selbsterhaltung, aber ihr solltet wissen, dass eine solche Tat Warnenwald unwiderruflich schaden würde. Ach, ich hasse euch so sehr bei Zenimax. Ich kann es nicht sagen. Ich will mich nicht entscheiden. Ich meine, klar, das ist jetzt das, was man immer durchklickt. Und das ist vermutlich auch das, was ich jedes Mal angeklickt habe, ohne es zu wissen. Also nach der ersten Runde, wo ich dann hier gewesen bin. Und ob das natürlich tatsächlich Walenwald schadet, sei jetzt mal dahingestellt. Dennoch wäre es das Beste für die Bosma. In Ordnung. Aber meine Anweisungen werden es schwierig. Tja. Mit dir kann ich nicht mehr reden. Ihr tut das Richtige. Zerstört diesen Bastard, damit meine Leute hier in Frieden leben können. Ja, sie ist halt so eklig irgendwie, ne? So. Wir müssen unbedingt hier leben und sonst gibt es keine andere Möglichkeit, wo wir bleiben können. So kommt das rüber. Was natürlich Blödsinn ist, weil es gibt halt immer noch eine andere Möglichkeit, wo die halt leben können. Tja. Andererseits, wenn ich so, also er will es halt nicht, sagt er selber. Und wenn ich so in irgendeiner Art und Weise vielleicht verhindern kann, dass die ganzen, hallo, dass die ganzen Leute hier sterben. Oh, jetzt geh mir nicht auf den Sack hier. Das ist gar nicht hier. Alter. Da muss ich rein. Du wirst mich ja sowieso aufhalten. Ach, jetzt komm schon. Hallo. Ist der jetzt... Ne, der ist da oben. Es tut mir leid. Ach, der wehrt sich noch nicht mal richtig. Tja.
So ein wirklich gutes Gefühl habe ich da ehrlich gesagt nicht bei. Moment, habe ich hier ein Auge? Nee. Das war jetzt nur eine Übersichtskarte, dass ich da ein Augesymbol hatte. Sonst hätte ich das nämlich nochmal eben freigelegt. Aber, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das das Richtige jetzt war. Andererseits, dass die bis auf den Tod hier kämpfen, ist natürlich auch nicht richtig, ne? Unsere Späher sagen, dass die Hohlen nicht mehr kämpfen. Manche sind zu Staub zerfallen. Andere sind einfach weggegangen. Ich schätze, das bedeutet, ihr habt den Wachtmann vernichtet? Ja. Ihr sollt euch hier jetzt ungestört niederlassen können. Ich kann euch unmöglich jemals genug für das danken, was ihr getan habt. Das ist das erste Fünkchen Glück, das mein Clan seit vielen Monaten hatte. Das bedeutet, dass wir nun hier bleiben und einen Neuanfang wagen können. Wo immer ihr auch hingeht und was immer ihr auch tut, für die Driladan werdet ihr immer ein Champion sein. Macht ihr euch Sorgen um Walenwald? Ich kann es nicht leugnen. Jetzt habe ich schon so meine Zweifel, aber wir werden den Wildkönig um eine Audienz ersuchen. Wenn er von unserer Bedrängnis hört, wird er mir sicher zustimmen, dass wir uns hier niederlassen dürfen. Er wird auch dafür sorgen, dass der Wald beschützt wird. Ja, wollen wir es hoffen, ne? Ich meine, gut, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich weiß ja nicht, was die anderen jetzt für eine Aufgabe da übernommen haben. Wenn sie jetzt noch irgendwas anderes gemacht haben, was die jetzt nicht können, wäre das natürlich doof. Aber grundsätzlich, wenn es nur um dieses Beschützen geht, könnten die natürlich sagen, wir lassen uns hier nieder und im Gegensatz dazu geloben wir halt, hier diesen Teil zu beschützen oder sowas in der Art. Das wäre halt auch noch, ja, eine Idee. Und wir haben etwas Neues für diesen Char bzw. diesen Account bekommen. Und zwar einen belebenden, schweren Helm inklusive Schluckauf vom Set Werkzeug des Bienenhüters. Ja. Und sie sagt nichts mehr. Okay. Dann schau mal eben hier nach. Die sind jetzt alle weg, hat sie ja selber gesagt. Hier ist auch nichts mehr zu lesen oder so, ne? Schweinefleisch darf ich aber nehmen. Ich darf bei denen doch alles nehmen. Wieso habe ich da Kopfgeld bekommen? Ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Okay, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wo ich jetzt überhaupt rausgekommen bin oder wo ich überhaupt bin. Ich bin ja irgendwie mittendrin. Huch! Deswegen, ich wollte mich eigentlich nur umdrehen, aber heute funktioniert irgendwie scheinbar gar nicht so, wie es soll. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und dann werde ich mich zur nächsten Position begeben, zur nächsten Quest. Und ich muss mal schauen, wo ich denke, dass es was länger dauern wird, weil die werde ich natürlich versuchen, da ein bisschen einzeln zu machen, wobei ich da nicht... Ja, ist okay, du darfst dich auch verabschieden, meine kleine Süße, okay? Wobei ich natürlich nicht versprechen kann, dass ich jetzt auch wirklich die Quest, die ich mir aussuche, dass das wirklich eine lange Quest ist, weil ich habe absolut keine Ahnung mehr. Das ist alles schon so lange her, dass ich wirklich gequestet habe. Sie erinnern mich an meine Kindheit. Hungrig sein war nicht so schlimm, solange einem warm war. Ja, und mit diesen geistreichen Worten von Funke verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.